Oberliga-Derby der Frauen. HSC Blau-Weiß-Tündern auf dem heimischen Sportplatz gegen den SV Hastenbeck, der ja das Hinspiel am Reuteranger gewinnen konnte. Und natürlich der Favorit war heute hier als Tabellenvierter bei einem Sieg in Tündern. Winkt sogar Platz 3 für die Mannschaft von Spielertrainerin Bianca Litti. Die Blau-Weißen natürlich darauf bedacht, die Punkte daheim zu behalten und die Chance am Leben zu halten, noch die Oberliga zu halten. Die erste Chance aber für den SV Hastenbeck und es klingelte so dann auch gleich im Kasten Jana Stolle. Da waren 2 Minuten gerade mal gespielt und der Favorit aus Hastenbeck geht mit 1:0 in Führung. Zweite Szene, 2 Minuten später, Minute 4 und da ist tatsächlich schon der zweite Treffer. Josefine Atschik-Kötz mit dem zweiten SVH-Treffer. Das war natürlich ein Start nach Maß hier für die schwarz-weißen Tündern. Dann etwas geschockt. Nächste Szene, wieder Eckstoß von der rechten Seite. Der segelt dann durch den Strafraum, dieser Versuch von Bianca Litti, aber führt dann letztendlich nicht zum Erfolg. Es bleibt beim 2:0 und das war dann so, dass die Tünderaner langsam ins Spiel fanden mit der ersten Szene. Dann hier dieser Versuch von Jill Hedderich. 8 Minuten gespielt, aber kein Problem für Hastenbecks Torfrau. Spielstand nach wie vor 2:0 und das Spiel langsam ausgeglichener. Die nächste Aktion dann aber für den SV Hastenbeck, dieser Versuch aus Spitzenwinkel von Lara Meyer nach 16 Minuten, geht aber am langen Pfosten vorbei. Danach passierte im ersten Durchgang so gut wie gar nichts mehr. Das sah auch Trainer Alexander Stamm hier von Blau-Weiß-Tündern, so er ja in der nächsten Saison an der Seitenlinie vom Kreisligisten MTV Lauenstein. Die nächste Chance der zweiten Hälfte, so wie auch schon im ersten Abschnitt. Hastenbeck hier mit Bianca Litti, die aber den Ball nicht aufs Tor gezogen kriegt. 49 Minuten gespielt. Hastenbeck wollte die Entscheidung, den dritten Treffer und dann wäre hier die Messe gelesen. Das ist dann ja klar, 60 Minuten gespielt und die Hastenbecker mit der nächsten Aktion, Jana Stolle, aber dieser Versuch nicht gefährlich genug. 1 Stunde also gespielt, 2:0 der Spielstand für den SV Hastenbeck. Dann Eckstoß auf der anderen Seite. Die Schlussphase gehörte den Schwalben hier mit diesem Eckstoß und dem folgenden Kopfball von Corinna Pradella. 79 Minuten gespielt. Das nochmal ein echtes Lebenszeichen der Blau-Weißen, die hier nochmal die große Chance hatten, zum Anschlusstreffer zu kommen. Der Ball segelt durch, dann bis zu Jill Hedderich. 84. Minute, aber Luisa Siebrecht reißt ihre Hände hoch und hält damit den 2:0-Sieg der Hastenbeckerinnen hier in Tündern fest. Ja, Stammi, heute 2:0 verloren gegen Hastenbeck. Wie hast du das Spiel gesehen? Also wir sind schwer reingekommen, ne? Hat man ihn auch gesehen, ersten Minuten unter Druck gewesen, nicht gut verteidigt. Auch verdient 2:0 in Rückstand geraten, weil wir da zweimal gepennt haben. Ich fand aber, mit zunehmender Spielzeit sind wir immer besser reingekommen. Haben es in der zweiten, besonders in der zweiten Halbzeit, fand ich, gut gemacht, hatten die ein oder andere gute Möglichkeit, hätten auch unser Tor machen können, vielleicht sogar mit Glück auch einen Punkt holen können. Man hat gesehen, dass Hastenbeck die etwas reifere Spielanlage dann doch hat. Hat man gesehen, dass sie auch schon gespielt haben dieses Jahr, Testspiele hatten, unsere sind leider ausgefallen und ich finde, das hat man dann gemerkt. Ne? Wie gesagt, mit zunehmender Spieldauer sind wir immer besser reingekommen, auf der Leistung können wir definitiv aufbauen. Wenn wir die Fehler noch gerade im Spielaufbau noch abstellen, dann werden wir noch ein paar Punkte holen dieses Jahr. Ja, du sprichst schon an, noch ein paar Punkte holen. Ihr seid natürlich immer noch auf dem letzten Tabellenplatz mit der roten Laterne. Realistische Einschätzung, wie sieht es aus mit dem Klassenerhalt? Das ist ein ganz schweres Ding, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben Mitte der Hinrunde uns mal zusammengesetzt mit den Mädels, haben das mal wirklich auch klar angesprochen, wie es laufen soll. Und wir sind ganz klar dazu gekommen, wir wollen Spaß haben, wir wollen gut Fußball spielen, wir machen uns keinen Druck. Es ist für uns aus meiner Sicht ein Privileg, dass wir es vor 2 Jahren geschafft haben, aufzusteigen. Natürlich versuchen wir alles. Wenn es klappt und wir bleiben drin, ist gut. Wenn es nicht klappt, geht bei uns aber die Welt auch nicht unter. Und wir wollen einfach gut Fußball spielen, uns gut verkaufen. Das haben wir heute geschafft aus meiner Sicht. Und das wollen wir die nächsten Spiele halt auch machen. Ja, zu dir persönlich nochmal. Du bist ab Sommer wechselst du das Geschlecht quasi von Frauen zu Männern, gehst in die Kreisliga zum MTV Lauenstein. Wie bist du dazu gekommen und freust dich mit Sicherheit auch auf die Aufgabe? Ja, ich freue mich da riesig drauf. Ist eine tolle Aufgabe. Lauenstein ist ja mein Heimatverein. Habe da auch in der Jugend gespielt, bei den Herren gespielt, lange Jahre. Und ja, der Kontakt ist nie abgerissen.
Gerade mit dem Spartenleiter Thomas Hölscher bin ich gut befreundet. Und als dann klar war, dass Stefan Schröer nicht weitermacht, ja, war es ein relativ kurzer Weg. Wir haben uns immer mal ausgetauscht. Und ja, dann war die Entscheidung relativ schnell da, dass ich das gerne machen möchte, dass ich mal was Neues machen möchte. Und ja, freue mich drauf. Aber die ganze Konzentration liegt jetzt auf jeden Fall noch hier auf dem halben Jahr in Tündern. Da habe ich auch richtig Lust zu, noch das letzte halbe Jahr mit den Mädels hier zu verbringen. Und dann ab 1.7. geht es dann los in Lauenstein. Ja, Nathalie, ihr seid jetzt mit dem Dreier in Tündern gut aus der Winterpause gestartet. Durch euren Blitzstart heute im Spiel. Wie hast du das Spiel gesehen? War eigentlich keine gute Leistung. Wir hatten Glück in der ersten Halbzeit, dass sie die zwei Dinger gemacht haben, aber haben dann in der zweiten Halbzeit stark nachgelassen. Ja, habt ihr euch vielleicht von Tündern auch ein bisschen mehr erwartet heute? Oder man hat das Gefühl gehabt, dass ihr gar nicht auch zu einer guten Leistung gezwungen wart? Also wir wollten den Derby-Sieg auf jeden Fall, nur die Einstellung hat am Ende dann gefehlt. Die haben uns ziemlich überrascht, dass die so viel Druck gemacht haben dann in der zweiten Halbzeit. Ja, ihr seid jetzt wieder Dritter. Was nehmt ihr euch noch vor im Laufe der Saison? Wir wollen auf jeden Fall oben mithalten bei den Top 4 und noch an Renzhausen vorbei und auch halten, dass wir an den vorbei bleiben.